Okay, Alter, meine Truhe ist voll. Das ist ja richtig kacke. Das ist auch etwas, das muss ich auf jeden Fall klären. Ich brauche unbedingt... Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Hallöchen, meine lieben Zugucker. Herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 76 Part Nummer. Ich glaube, es ist 79. Part. Ich weiß auch, also ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, warum ich es nie hingeschissen bekomme. Wirklich, also das ist nicht mal böse. Ich krieg's einfach nur nicht geschissen. So, da hinten ist ganz doll viel, ja, was haben wir denn da? Geblühtes Zeug, was in Fallout 76 echt eine selten, also wirklich selten ist. Was zum Teufel? Okay, das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Und ich hoffe, dass ich hier nicht auf die Fresse kriege, weil hier diese Schluchten wirklich strange sind. Aber verseuchte Cranberry, okay. Was geht hier so? Jetzt geh mal her. Hey! Oh, ich kann dich nicht. Doch, hier. Okay, was ist das hier? Das sind so Krater, Mann. Hallo. Verlorenes... Ey! Verlorenes Heim. Okay. Hier haben wir eine Power-Rüstung. Kann ich dich benutzen jetzt? Ach, das ist nicht dein Ernst, weißt du. Weißt du was? Komm, gib mir das alles. Komm, als her damit. Gib mir das. Ja. Ich bin zwar überladen, aber das ist mir egal. Das kann ich die ganze Zeit nicht. Die Power-Rüstung benutzen. Mann. Oh, was haben wir denn hier? Wir waren wochenlang unterwegs. Bis wir auf ein altes Elendsviertel aus der Zeit vor dem Krieg trafen. Ich überzeugte Kelly, dass wir beide eine Pause brauchten. Und dies der perfekte Ort dafür war. Die Strahlungskrankheit hatte sie geschwächt. Ich wusste, dass sie nicht länger reisefähig war. Da wir nun eine Bleibe hatten, schöpfte ich genug Zuversicht, um aufzubrechen und nach Vorräten zu suchen. Das war ein schrecklicher Fehler. Den Rest des Tages durchstöberte ich die Gegend, bis ich endlich auf einen alten Armeeaußenposten voller medizinischer Vorräte stieß. Begeistert rannte ich zurück ins Elendsviertel und zu meiner liebsten Kelly. Als ich eintraf, lag sie da. Sie war tot. Angefressen von wilden. Als ich diese Kreaturen getötet hatte, ging es mir besser. Aber nicht für lange. Es war mein Fehler. Ich habe sie alleine zum Sterben zurückgelassen. Sie hat sich auf mich verlassen. Und ich habe sie enttäuscht. Falls du mich hören kannst, Kali, ich werde dich immer lieben. Oh. Es tut mir leid. Dieser verdammte Krieg tut mir leid. Alles tut mir leid. Oh nein! Gott, wie traurig diese Sprache, also diese Memo einfach war. Aber diese Sprecher, also ich sag's euch, die Sprecher sind unfassbar gut. Digga, was ist das denn? Digga! Das sieht ja total geil aus. Hä, das ist ja mega schön. Also das sind so diese Momente von Fallout 76, die ich wirklich zu schätzen weiß. Weißt du, wir haben hier Flora und Fauna einfach in so einem atomverseuchten Kackgebiet. Und dann haben wir hier so einen coolen Wolkeneffekt. Und ich befürchte, da hinten geht es halt richtig ab, gell? Das ist wie so ein Sturm. Ich würde da gern hin. Das ist der Wahnsinn. Deswegen mag ich das Spiel so. Deswegen mag ich das Spiel wirklich so sehr. Ah, okay. Jetzt die Frage, was gibt's denn da hinten? Lass mal auf der Karte gucken. Da. Ach, da gucken wir aber. Oh!
Guck mal. Ah, guck mal, einer fickt. Oh. Hey, wir sind ganz schön weit. Hey, wir sind ganz. Oh, wir sind ganz schön weit. Wer hat das denn gefunden? Also, wir sind wirklich ganz schön weit außerhalb. Lass uns mal hier reingehen und wahrscheinlich werden wir jetzt draufgehen. Ich hab. Oh Gott, ich glaube, wir werden hier draufgehen. Gerne. Hi. Na? Oh, was ist das? Einfach Munition? Okay. Okay, was ist das hier für ein Wald? Möchte ich das wissen? Hi. Ja. Karger Sonnentauhain. Okay. Okay, 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 okay. Scheiße, was ist hier passiert? Was ist mit dir? Anforderungsformular. Ausgegeben von Transport und Lagerung. Transport vor allem. Ladungsverzeichnis. 3 Barren für Verpackungstransportset. Nicht zur Weitergabe. Notizen. Private Miller. Ich brauche diese Barren schnellstmöglich wieder. Sobald ich die Machbarkeit Ihres Verpackungskonzepts überprüft habe, verbringen Sie umgehend zurück und wechseln Sie. Nee, verwechseln Sie nicht mit dem echten Gold. Sonst macht der General uns einen Kopf kürzer, okay? Oak Holler Lager. Ach so, das war. Okay. Was ist das? Fragwürdiger Goldbarren, dubioser Goldbarren. Digga, was ist das hier? Hier ist auf jeden Fall verdächtiger Goldbarren. Tom, triff mich an dem Ort, von dem ich dir erzählt habe. Ich habe nicht viel Zeit, um die Haupteinheit zu verlassen, aber wenn wir das durchziehen wollen, ist es das wert. Du kaufst von mir 3 Barren aus reinem Gold. Wenn wir 50-50 machen, sind wir fein raus. Bring auf jeden Fall meinen Vorschuss und schick nicht diesen verdammten Roboter. Die Übergabe findet nur persönlich statt. Private Miller. Okay, und wo soll das gewesen sein, Diggi? Also hier ist die Leiche, natürlich, aber... Verdammt, Digga. Was geht? Was geht? Also ich finde es super schön hier. Ich würde mein Lager sofort hier aufstellen. Kann ich mein Lager hier aufstellen? Jetzt mal ehrlich. Geht das? Oh, come on, das wäre geil. Das wäre richtig cool. Ja, ich kann das hier nicht platzieren, Digi. Ich würde... Ah! Ah, tatsächlich... was? Als ob... Doch, tatsächlich... Alter, halt dein Maul. Wirklich? Oh ja, dann let's go. Ach, fein. Guck dir das an. Ah, schönes Ding. Okay, dann kann ich doch hier bestimmt auch meinen gelagerten Bums herstellen, gell? Gelagert, was haben wir hier? Den brauchen wir nicht. Eine Kochstation, die können wir auf jeden Fall hier hinpacken. Gegenstände nicht platzierbar, braucht Unterlage. Digga, hier ist eine scheiß Unterlage. Da. Da, hier, guck mal einer an. Was ist das? Was ist das jetzt? Rüstungsbank, ne? Rüstwerk. Hallo. Gott, dieses Bauen, Keller. Dieses Bauen. So, was haben wir hier? Das ist die Waffenwerkbank. Ich habe mir hier zwar wieder alles hingestellt, wie hingeschissen. Aber ist kein Problem, kriegen wir hin. Moment mal, kann ich das hier... Nee, kann ich nicht verwerten. Aber ich kann das hier einfach so hinstellen. Ja! Und noch die... ja, komm, das Ding einfach. Danke! Wunderbärchen. Dann haben wir doch hier bestimmt Transfer. Ganzen Schrott kann ich nicht lagern. Okay, aber ich kann hier meine... Ich kann hier trotzdem meine Waffen lagern, oder nicht? Waffen. Grognax Axt kommt weg. Das Fernglas brauchen wir auch nicht mehr. Splittergranate weg damit. Das auch. Das machen wir gleich kaputt. Das brauchen wir nicht. Beides nicht. Besser ein Revolver. Ah, das ist die Frage. Ich glaube, ich möchte die irgendwie behalten. Ich möchte die ganzen Waffen behalten. Aber warum ist hier schon wieder alles voll? Ah! Ja, deswegen vielleicht. Komm her. Hallo. Ich kann das nicht wegtun, weil mein Dings voll ist. Der Wahnsinn. Crazy! Mein Dings ist voll. Ja, das ist ja kacke jetzt. So, rechter Arm. Und rechtes Bein. Komm, egal. Können wir das doch bestimmt? Rechter Arm, rechtes Bein. Das machen wir platt, oder? So, wo ist der Helm? Hier. Aha, der Helm sieht eigentlich ganz nice aus. Scheiße. Scheiße. Wobei, der kommt weg. Und das, der kommt da rein. Okay. Alter, meine Truhe ist voll. Das ist ja richtig kacke. Das ist auch etwas, das muss ich auf jeden Fall klären. Ich brauche unbedingt
Eieieiei, eieieiei. Wobei. Ach, egal, komm, ich mach das jetzt weg damit. Guck mal, wie viel. Jetzt haben wir auf jeden Fall sehr viel Stuff. Aber das ist echt schlecht mit meinem. Ja, mein Camp ist halt voll, ne? Was habe ich denn so an Waffen hier? Was habe ich denn an Waffen, was ich. Oh, irgendwas habe ich jetzt. Oh, dieses. So. Forscherkammer brauchen wir nicht. Was habe ich denn jetzt aus Versehen weggetan? Warte mal, die Bestienseele habe ich noch. Bestienrevolver habe ich auch. Hochgeschwindigkeitsminigun, die bleibt einfach mal Gatling-geschützt. Oh, das ist eigentlich ganz geil. Komm, den kann ich wegtun. Handgefertigter Scheiß. Boah, Digga, das ist so viel Stuff. Okay, das muss ich auf jeden Fall mal aufräumen. Das mache ich aber nicht jetzt. Das mache ich irgendwann. Komm weg damit. So, wunderbar. Also perfekt. Oh, das ist ja blöd. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den ganzen Schrott nochmal verwerten. Komm her. Oh, kann ich nicht? Okay, dann. Guck dir das an. Guck dir das an. Hier ist halt einfach. Nein, weil hier ist alles voll. Gott, ist das eine Scheiße. Ah, Gott, ist das nervig. Okay, ich hatte wirklich mit Abstand gedacht, ich hätte hier weitaus mehr noch Platz. Also viel, viel mehr Platz. Okay. Aber das muss ich auf jeden Fall mal offline klären. Das ist jetzt nicht mein Problem. Also nicht jetzt das Problem, sondern einfach für, keine Ahnung, die Offline-Session, die ich dann gegebenenfalls mal mache. Was machen wir jetzt als nächstes? Ich wollte eigentlich ein Event machen. Aber jetzt haben wir noch hier sie nach Karen Kennedy. Ke doch, Karen Kennedy. Ich glaube, da gehen wir noch hin, oder? Das sieht so cool aus. Da kommen wir aber nicht so einfach hin. Was haben wir hier? Hier haben wir nix. Aber lustig, dass einfach die Truhe komplett voll ist. Aber, ey, ich habe die hundertprozentig auch sehr voll gemüllt. Also wirklich, das ist so ein Ding, das würde ich einfach nach der oder vor der Arbeit machen. Einfach so erstmal gemütlich aufräumen, dann Kaffee und dann anziehen und weg. Einfach so völlig gechillt. Aber das jetzt in der Aufnahme machen, nee, das ist blöd, das bringt euch nichts, das bringt mir nichts. Und daher lassen wir das. Oh Gott, was? Oh, was haben wir hier? Okay, ein Lagerchen von Verbrannten. Kein Ding. Ey. Machen wir euch platt? Genau. Hallo? Hallo? Ey, wer will aufs Maul? Komm her. Oh, du hast auf jeden Fall guten Scheiß. Das weiß ich. Du hast hier. Ja, gib mir das. Wobei, ich kann ja auch gleich einfach alles nehmen und dann kann ich das auch sowieso kaputt machen. Beziehungsweise verwerten. Weil wir sind ja sowieso in der Nähe von unserem Lager. Und daher, das nehme ich einfach alles mit, was ich hier finde. Was haben wir hier? Stuff, auf jeden Fall. Mitnehmen. Hier haben wir einen Toten. Fusionszelle, Lasergewehr, als her damit. Oh, hier haben. Oh, Plasmawerfer? Okay. Doppelschuss-Plasmawerfer. Das ist sogar eine. Eine heilige Waffe, danke. Das ist sogar eine seltene Waffe. Krass. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geil. Nehmen wir mit. Reparieren. Kann ich dich wirklich reparieren? Komm, let's go. Oh ja, fein. Okay, du bist repariert. Dann machst du hier bestimmt coolen Scheiß. Haben wir hier noch irgendwas Nices? Hier ist ein Kampfmesser. Bowie-Messer, meine ich. Fernglas brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Was zum Kochen? Sugar. Nice, das haben wir. Wieder ein Rezept gefunden. Das sind auch so Momente, wie gesagt, dadurch macht das Game einfach so viel Bock, weil man einfach sehr viel cooles Zeug findet. Und man könnte jetzt hier sogar einfach ein bisschen pennen. Armeehelm, nehmen wir mit. Okay, meine lieben Zugucker, dann würde ich jetzt hier aber einen Schnitt machen. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ob ich dann direkt wirklich. Ich guck mal, dass ich mein Dings wirklich aufräume. Und im nächsten Part werden wir dann definitiv ein Event machen, wenn ich dafür ready bin. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.